Hallihallo, hier ist wieder euer Darstefan zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Und weiter geht es. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Und hier sind alles meine Fans. Und Traolerwelle. Oh, mach Traolerwelle. Das ist so blöd. Scheiß Fans, jubeln nicht mal. Das sind doofe Fans. Können nicht mal jubeln. Na okay. Die bricht ihr alle um hier. Gehen einen auf den Sack. Die Dorfbewohner. Die haben nur nichts nützlich rum, machen Krach, machen Türen auf und zu ohne Ende. Das bringt einen ja noch. Macht einen noch ganz wahnsinnig. Habe ich nicht mit. Egal. Man macht daraus halt leckeres Fleisch. Schaf, hier bin ich. Oh, da ist ein Kind dabei. Das kann ich nicht machen. Ich kann das Schaf nicht umbringen. Es hat ein kleines Babyschaf dabei. Aber da ist ein einzelnes Schweinchen. Was ist das denn? Ein heller Baum im dunklen Baum drinne. Ist ja lol. Schau mal, was es hier noch so alles gibt. Würde mich mal interessieren. Haben wir hier noch Feines? Hier sieht schon auch sehr schön aus. Und ja. Ich habe auch überlegt, ich mal wieder zu versuchen, was ich immer nicht richtig geschafft habe, verschiedene Themen bei Minecraft anzusprechen. Über die Folge. Ihr dürft natürlich auch gerne Themenvorschläge machen. Allgemeines, alles Mögliche, was ihr möchtet. Solange es nichts so Schlimmes ist, dürft ihr alles an Themen vorschlagen, was ich mal ansprechen soll. Mein Let's Play. Einfach mal so, dass es nicht langweilig wird. Wenn ich mal dasselbe quatsche. Oder mal so wenig quatsche und es sehr langweilig wird. Möchte ich auch nicht. Daher könnt ihr gerne Vorschläge bringen, was für Themen ich mal ansprechen soll in meinen Videos. Was ich auch sehr gerne machen werde. Einfach ein bisschen mehr Unterhaltung reinzubekommen. Probieren könnt ihr auch gerne über Games oder sowas machen. Ist alles kein Problem. Vielleicht wieder eine Höhle. Boah, arschklar. Was ist denn das eigentlich? Auch. Und ja, wie gesagt, ihr könnt gerne Vorschläge machen. Ich werde sie dann gerne in meinen Videos dann ansprechen, die Themen, was ihr so habt als Auswahl. Und ja, einfach versuchen, hier ein bisschen mehr Gesprächsthema reinzubekommen in das Spiel. Und ja. Er ist einfach eine Kuh hinterher. Arschklopfen. Arschklopfen. Lecker. Kuhfleisch. Kommt die auch noch? Boah, Happy Happy. Tut mir leid, ich muss jetzt bänken. Uah. Wow. Alter, von jetzt. Jetzt hängt die Steuerung fest. So, hab dich. Oh, ich kleine Bibi Schaff hat das, glaube ich, gerade gesehen. Gar nicht gut. Das heißt jetzt, dass ich ein erbarmungsloser Killer bin. Und jetzt auch schlachten werde, wenn jetzt groß ist. So. Mal das Fleisch nach Hause. Was haben wir? 7-mal Kuhfleisch. Naja, immerhin was. Kann man schon ein bisschen was anfangen damit. Hallo, Gollum. Gollum. Hey. Halt nett.
Spaßbremse. Was haben wir hier noch? Ach, ja, falsch. Ja, falsch. So. Ja, natürlich alles. Muss schneller sein. Oh. Nur Weizen kann ich Tiere. So. Das weiß ich jetzt alles. Fertig. Ich habe noch Kartoffel. Weizen. Oh. Da machen wir halt noch Getreide weiter. Auch nicht gut beben. Hey. Kartoffel hier bleiben. Ja, als erstes Thema habe ich beispielsweise mal Minecraft und ja. Wer von euch spielt auch Minecraft über einen Realsim Server oder hätte mal Lust mit mir ein LPT Minecraft zu machen über einen Realsim Server? Denn ich hatte mal vor, einen Realsim-Server anzulegen, über den dann Minecraft zu zocken. Und da wollte ich gerne auch meine Zuschauer mal fragen, wer von euch Lust hätte, mal mitzuzocken über Realsim, über einen Server, einfach ein bisschen Spaß haben, zocken, LPT machen, denn ich werde es wahrscheinlich dann auch aufnehmen über den Realsim-Server und ja. Wer von euch Lust hat, kann sich gerne in meinem Videokommentar melden, per PN oder wo auch immer. Ich werde euch einige Links verlinken, über die ihr euch bei mir melden könnt. Und ja, da könnt ihr mich einfach gerne mal anschreiben und sagen, ja, ich hätte gerne Interesse mitzumachen. Dann könnt ihr das gerne machen und mitspielen. Weil würde mich auch sehr freuen, wenn ich ein paar Fans hätte, die gerne mitmachen würden oder wollen. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass es einige Fans gab, die gern mitgemacht hätten mal, aber das immer nichts geworden ist und ich würde einfach mal bitten, schreibt mich einfach noch einmal an und sagt mir Bescheid, wenn ihr mitmachen wollt, dann lege ich mal einen Realsim-Server an und jetzt auch mal eine Runde Minecraft Realsim, würde mich echt freuen. Jetzt gehe ich einfach pennen hier, weil jetzt wird es langsam dunkel. Aber wie gesagt, wer von euch gern Interesse hätte, über einen Realsim-Server mitzuspielen, sagt, ja, das ist was Cooles. Interesse ist da. Einfach sagen. Hey, du Spasti! Halt die Fresse, du Arschloch! Das ist Hausfriedensbruch, du Penner! Also, ich unterhalte mich gerade mit meinen Fans, Arschloch! Und ja, wie gesagt, wenn Interesse besteht, meldet euch einfach bei mir, schreibt mich gerne an, denn ich hätte auch
echt Bock, über den Resim Server mit ein paar Fans zusammen zu zocken. Wir müssen nur schauen, ob ich dann über TS-Server oder Skype mache. Ich denke, ich werde wahrscheinlich eher über Skype gehen. Weil mit TS habe ich manchmal ein bisschen Probleme, dass es rumspackt. Ja, ich muss einfach mal schauen, wie ich das machen werde. Aber ich denke mal, ich werde schon einen Weg finden, über den wir dann kommunizieren können, reden können. Das dürfte nicht das Problem sein, denke ich. Ich sehe auch schon wieder, die Folgezeit nähert sich auch schon langsam dem Ende. Und ja, beende ich den Part mal an dieser Stelle und ich spreche jetzt dann gleich mal den nächsten Part, der dann 2 Tage später kommt, auch nochmal an. Und ja, hoffe, euch hat der Part Spaß gemacht. Und das Interesse da ist an Minecraft Realsim. Wie gesagt, Server würde ich dann erstellen dafür, mit dem wir dann zocken können. Da kann man auch gerne ein paar Projekte machen oder ihr könnt Projekte vorschlagen, die man bei Realsim machen könnte. Ich denke, einige von euch werden auch Ideen haben, was man da machen könnte. Und ja, schauen wir einfach mal, was daraus wird, ob genug Interesse besteht. Weil danach entscheide ich, was ich für Realsim Server nehme. Und Slotsgröße her. Und ja, bis dahin eine schöne Zeit. Und möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Ciao. Mit V und wie immer, selbe Stelle, selbe Welle. Euer Darth Steffen. Ciao.